So Leute, es geht weiter mit Pocktail 2, Solabo Diango. Wir sind am zweiten Boss und bestreiten diesen Kampf jetzt mal, würde ich sagen. Es ist der Vampir, den wir am Anfang des Spiels gesehen haben. Ja, er spackt wieder ab, so wie das letzte Mal irgendwie. Und wer ist das? Der schwarze Schatten. Das scheint irgendwie... Ich glaube, das, was ich gerade sagen hätte, jetzt hätte ich gesagt Schweizer Schatten. Egal, Schweizer Schatten meine ich. What the? Ah. What are you playing a one for crazy? Wie auch immer. Okay, ich kann euch das Prinzip jetzt mal erklären. Wir ziehen ihm nur eins. Das heißt, wir werden jetzt 5 Parts an diesem Boss sitzen und... Nee, Quatsch. Also. Wow, okay, der spackt jetzt ab. Der spackt ab, der spackt ab, der spackt ab. Er darf unsere Tussi-Freundin Vampir-Miss hier nicht treffen, weil sonst lädt sie nicht mehr ihr Teil da auf. Der wird dann nämlich reingezogen nach einer Weile, wenn das groß genug ist und das Teil sind, dann können wir ihm richtig viel Schaden machen. Wenn wir Sonnenenergie auf Land kommen. Okay. Ja, und jetzt wird er wieder aggressive Stör. Also der hat Gewaltprobleme, der Kerl auf jeden Fall. Okay, der Boss ist aber nicht so schwer. Ich hätte mich zwar irgendwann einmal heilen müssen, wahrscheinlich. Scheiße, hätte die getroffen, der Wichser. Komm ja her, du. Komm her, wenn du Stress willst. Komm einfach her. Alter, was soll denn das jetzt? Wir... Scheiße, habe ich ein paar Mal getroffen, wo ich die Sonnenenergie nicht aufgeladen hatte. Das war ein Fehler. Also ganz... Okay, man kann die Schwerter aber auch abwehren, die auf sie loslässt. Und deswegen ist es gar nicht so schwer eigentlich, aber man sollte schon aufpassen, dass sie, gar nicht erst angreift. Also ihn schön immer beschäftigen und angreifen. Damit er sich nicht überlegt, mal abzuspacken. Okay, okay, jetzt versucht er sich hier zu regenerieren. Er zockt dieser Tussi was und damit kriegt er was aufgeladen. Das ist nicht gut. Nee, ist es nicht, okay. Ah komm, den kriegen wir ohne zu heilen. Denn ich muss mich nicht heilen, das schaffen wir so. Der hat ja Störungen, der Kerl, der hat echt gelitten. Ah, Scott, gelitten hast du. Nix, denn du greifst die nicht an. Arschloch. Ja, bestimmt, Junge, hör mal auf. Jetzt ist gelitten, jetzt ist tot. Habe ich dir gesagt, und episch fällt dem seinen Hut ab. Oh, wir kriegen Level ab. Ihr zwei! Crazy! Und, du da und so. Und, Vater? Mhm. Lecker. Crazy. Okay, der spackt gerade ein bisschen rum. Oh, scheiße, Mann. Okay, ich glaube, damals haben wir ganz schön gelitten. Okay, jetzt können wir diese sexy Bitch hier. Wir dürfen nicht mehr die Truhen öffnen, wie arm. Die Lebensenergie ist übrigens von unserem Kerl hier. Und das Gute ist, der kann nicht rumspacken, so wie die... Doch, er kann rumspacken. Ja, und die hat hier so episch viel Macht irgendwie. Das habe ich selten erlebt, sowas. Okay. So, raus hier. Komisch, dass die übrigens kein Wasser brauchen. Na, egal. Es ist halt so. Hier wurde ich auch von einem Monster irgendwie gedisst, gerade hier. So.
Ja, nix. Hört ihr mal auf, bitte? Oh Junge, ey, jetzt hör mal auf, hier aufzumucken, Mann. Du bist alleine und ich bin ja auch alleine, aber trotzdem. Meine Fresse, ey. Fühlen sie jeder einzelne kleinste Gegner platt machen kann eigentlich, weil ich meine. Dafür bist du jetzt abgeballert, dass du gerade gemacht hast. So. Ich hab's hier nicht gut erzogen. Was, Master Crazy? Tja, jetzt ist das gekommen, was nicht hätte passieren dürfen. Wir müssen unseren lieben Kumpel hier jetzt dingsens. Und das Schwere an diesem Fight ist, wenn wir Sonnenenergie haben, dann verbrennt sie. Aber ohne Sonnenenergie können wir ihn natürlich nicht angreifen und seine Seele reinigen, oder wie man das nennt. Jetzt bam und komm. Ah! So, sehr gut. Sie hat nicht mehr viel von dieser Energie übrig, das ist nicht gut. Wenn ich die Energie nicht mehr voll habe, dann muss ich irgendwie das total blöd machen. Ich muss das Sonnenlicht mal kurz ausmachen, weil sonst. Das ist aber ziemlich langsam aufgefüllt, wenn ich ehrlich bin. Okay. Vielleicht haben wir es wieder aufgefüllt. So ziemlich. Ja, wir können wieder Licht machen. So, zack, machen wir mal an hier. So, nix. Nein, gar nichts. Stirbt doch endlich. Und zack, geht's wieder. Und wir haben ihn geschafft. Da haben wir den Schrei von Crazy gehört. Den er mal so macht, wenn er verreckt und so. Holy shit. Dein Körper. Oh nein. Jo, das war jetzt irgendwie blöd, aber naja, da konnte man jetzt nichts gegen machen. Was auch immer da jetzt abging. Power off. Okay. Also wir haben anscheinend jetzt ziemlich viele verschiedene Fähigkeiten bekommen, aber haben dafür die Kraft der Sonne verloren. Das werde ich gleich mal überprüfen, was das heißt. Halt die Fresse, Bitch. Halt die Fresse. Halt die Fresse! Gut. Wir haben wenigstens ein Schwert und nicht so eine scheiß Kanone wie die andere da. Was heißt das jetzt? Hey, wir haben die doch noch. Ach so, wir können die nicht auswählen, okay. Das klingt ja sehr episch. Dann werden wir jetzt erstmal die wichtigsten Sachen nehmen. Das Werwolf-Dings war, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ach ja, genau. Level up noch. So, haben wir Stärke jetzt eben mal gerade nichts dazu gemacht. So, ich wollte noch was machen hier, was ich noch nicht. Ja, 964 ist genug. Wir machen jetzt mal ein bisschen was auf unsere Bank. Okay, so viel jetzt nicht. So ist gut. Bisschen auf die Bank, weil mit der Sonnenenergie, die auf der Bank ist, können wir Sachen kaufen. Was will die denn jetzt? Aha, schön. So, sowas hier können wir kaufen. Dann. Das hier brauchen wir, wenn wir Vampir sind, weil wenn wir Vampir sind, dann ist Frucht essen, dann bam, dann tot. Verkackt. Muss man irgendwas verkaufen. Achso, da ist ja Cell. Ah, ja, genau. Okay, aber das ist sonst alles ja gar nicht so wertvoll eigentlich. Also bringt es uns ja eh nicht. Wobei das hier wird's bringen. Was ist das? Leben mit einer. Die verrottete kriegen wir 202 für, die brauchen wir eh nicht mehr. Von daher. Achso, wir können einfach so machen, okay. Dann, wenn wir uns davon noch was kaufen. So, okay.
Ja, irgendwas fühlt dein Herz, ist mir egal. Feel your heartbeat, genau. Feel your heartbeat, hat sie gesagt. So, okay. Na du? Okay, er gibt uns... Ah, verteidigt Körper von der Sonne. Weil wenn wir Vampir sind, dürfen wir nicht in der Sonne stehen, weil sonst... Bäm! Haben wir geschissen. Also sollten wir immer gut aufpassen, dass wir nicht... Achso, einen neuen Sarg wollte ich auch noch bauen. Es gibt nämlich auch extra verschiedene Särge. Die haben auch immer verschiedene Eigenschaften und ich werde jetzt den hier holen und austauschen. Weil in dem kann man nämlich irgendwie sich bewegen und so. Oder der ist halt irgendwie toll. Keine Ahnung, der macht irgendwas besonderes. Ah, hiermit können wir übrigens... Ja, ist gut jetzt. Das Wachstum dieser Scheißviecher stoppen. Das kann ich jetzt hier nichts ansaugen? Na egal. Okay. Dann... Ach so, hier ist... Ah ja, der Ort wird noch wichtig. Ja, 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 genau. Verdammt, ich bin so langsam. Okay. Ach so, ja, übrigens, der kann schnell im Schwert sein. Da wäre ein Undead-Gebiet. Aber ich habe etwas Schockierendes entdeckt. Warte, ich setze jetzt mal ein Safe Stage. Die sind nämlich verbuggt. Die sind sowas von verbuggt, diese Undead-Gebiete. Warum auch immer, die sind verbuggt einfach nur in der ganzen Raum. Ich habe schon mal geguckt. Deswegen kann ich das Spiel wahrscheinlich nur zu 40% abschließen, circa, oder 30, und deswegen ist es irgendwie blöd. Also, die Story ist kaum was vom Spiel, weil das Spiel hat so, beinhaltet so viel. Ja, fick dich, Mann. Du hast mir was geklaut, der Wichser? Okay. Du bekommst Scheiße zu spüren, mein Freund. Du bekommst was zu spüren. Ja, wir können ja eigentlich unendlich drauf... loshauen, ohne uns irgendwie Sorgen, irgendwas zu machen. Ja, auch wenn ich jetzt fast gestorben bin oder so. Scheiße, das wollte ich eigentlich vermeiden. Egal, einfach drauf loshauen auf diese lästigen Viecher. Die haben nämlich ziemlich viel Energie eigentlich. Scheiße. Das Blöde ist, dass ich noch das Anfangsschwert habe. Das ist das Allerbehindertste. Weil ich hatte ja mal ein anderes Schwert und das habe ich beim Schmieden draufgehen lassen, weil ich nämlich falsch geschmiedet habe. Es hätte ein super geiles Schwert werden können, aber das habe ich dann verkackt und somit habe ich jetzt gar kein besseres Schwert. Ach, ich habe nicht immer mehr Magie. Wie hole ich denn jetzt? Toll. Wie dem auch sei, passt schon. Gut. Fertig. Was ist hier? Hier ist gewaltsüchtiger Wolf und weg, 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 weg. Also sind wir hier, wo wir Gott danken. Sind. Okay. Wahrscheinlich erstmal diese ganzen Connections hier aufbauen. Wo geht's jetzt hin? Okay, wieder zum Anfang. Das ist gut. Bitte sei Energie da, bitte. Oh, geil, geil. Das war genau das, was ich haben wollte. Okay. Noch was? Nee, okay, gar nichts mehr. Wieso habe ich mich gerade zu Rate gemacht? Das war irgendwie dumm. Egal. Okay, wo kam ich gerade her? Ich glaube, ich... Achso, ja, genau. Wie auch immer. Uns wurde gerade gesagt, dass wir die Macht der Dunkelheit benutzen müssen, denn so haben wir sonst keine Chance, weil wir scheiße sind oder so. Aber das Positive ist, die machen uns kaum Schaden, Vampire und Zombies, wenn sie uns angreifen. Weil wir gerade total cool. Aber irgendwie verliere ich es auch viel. Was soll denn das? Kein Nix. Wir sterben. Ihr seht, sie können uns gar nicht angreifen, weil der irgendwie schneller mit dem Schwert schlägt als der normale Solarboy, wie auch immer.
Ich merke schon, das Dungeon ist mir definitiv ein bisschen zu groß. Okay, hier haben wir eine Treppe jetzt gebaut. Das nicht. Nichts ist da. Okay, dann gehen wir mal. Alter, halt mal die Fresse jetzt, bitte. Ich weiß, was ich zu tun habe, um zu lassen und so. Meine Fresse, ey. Unglaublich. Ja! Mann, Ruhe, wer redet da eigentlich zu mir? Das ist voll behindert. Okay, 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 komm, bam, 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 hau ihn kaputt, hau ihn kaputt, hau ihn einfach K.O. Gut. Ja, ich habe schon eine Idee, was ich muss noch mal kurz was zeigen. Der Part ist nämlich gleich vorbei. Wenn wir in diesem Ding sind, dann verfüllt sich unsere Energie, wenn wir schlafen. Das dauert zwar eine Weile, aber es funktioniert. Und bis zum nächsten Mal werde ich mich aufgefüllt haben und dann geht's weiter. Bis dann. Ciao, ciao.